Da sind wir wieder. Tada! Ich habe mich während der kurzen Pause ein bisschen verändert. ist ganz kalt, weil es am Eis lag. Aha. So, wo ist der Controller hier? So, dann versuchen wir mal, dass wir. Wo waren wir denn stehen Wir geblieben? müssen ins Restaurant und mit dem Typen quatschen, der uns eingeladen hat. Ah ja, wo ist denn das Restaurant? Hoch. Die Steuerung, ey. Ja, die Bewegungssteuerung Steuerung, oder? Das plus ist super. normale, da muss man sich dran gewöhnen. Ich schalte halt normalerweise Bewegungssteuerung immer sofort aus bei Ja, allem. ja, ja. Es wäre auch sinnvoll, die ausschalten zu können. Aber es geht halt in dem Spiel leider nicht. Nee. Weil bei jedem Knopfdruck lenkt man halt automatisch nach unten. Also mir geht's so. Ich kann den Controller nicht so stabil halten. Ich finde, hier steht so eine Brille. Erst will er sich unbedingt mit mir treffen und verspricht mir bahnbrechende Neuigkeiten über die Vorkommnisse auf dem Schiff. Und jetzt ist er nicht da. Männer. So, Männer. 5 Minuten gebe ich ihm noch, dann hat er Pech gehabt. Dauernd versprechen sie einem bahnbrechende Dingsies und dann, ne? Spontaner Bartwuchs. Was haben wir da gerade gesehen? Okay. Oh, das mit der richtigen Musik hinterlegt ist so düpp, 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 Ist da gerade einer über Bord gegangen? Hoffentlich habe ich mich da getäuscht. Ich muss mich getäuscht haben. Wer sollte? Und falls nicht? Was, wenn da jetzt wirklich einer im Meer treibt? Ich werde sicherheitshalber mal dem Kapitän Bescheid sagen. Der wird wissen, was zu tun ist. Das Buffet ist aber ganz schön geplündert, sehe ich gerade. Gehen wir jetzt automatisch zum Captain wenigstens. Ah, oh, das ist ja mal ein Service. Wenigstens etwas. Oder? Und Sie Ja, sind okay. ganz sicher, dass jemand über Bord Gut. gegangen ist? Ich weiß auch wer. Ja, also wissen Sie, das Der war so. Arzt. Ich saß eben im Restaurant und habe auf jemanden gewartet. Ja. Und plötzlich habe ich Stimmen gehört. Das ist auf hoher See nichts Ungewöhnliches. Schon mal was vom Klabautermann gehört? Ich mein's ernst. Da waren diese beiden Männer, die miteinander gekämpft haben. Naja, zumindest habe ich zwei Schatten gesehen, von denen ich den Eindruck hatte, als würden sie miteinander kämpfen. Dann gab es ein lautes Platschen, als ob einer ins Wasser fällt. Und gleichzeitig war nur noch ein Schatten zu sehen. Sie meinen wirklich, da wurde jemand über Bord geworfen? Es sah zumindest so aus. Haben Sie die Männer erkennen können? Nein, ich weiß nur, dass einer der beiden einen langen Pferdeschwanz hatte. Ich dachte zunächst, es wäre eine Frau, aber die Statur schien eher männlich zu sein. Der mit dem Pferdeschwanz war dann nach dem lauten Platschen plötzlich verschwunden. Es gibt nur eine Person an Bord, die einen Pferdeschwanz hat. Unser Schiffsarzt. Ich kann eigentlich nicht wirklich glauben, was Sie mir da gerade erzählt haben, aber wir können ja einfach mal gemeinsam nachschauen. Der Doktor müsste noch auf der Krankenstation bei Frau Jordan sein. Danke. Na dann. Sehen Sie, alles in Ordnung. Unser Schiffsarzt kümmert sich aufopferungsvoll um seine Patientin. Sie halten mich jetzt bestimmt für verrückt, oder? Ich war mir echt ziemlich sicher, dass es da einen Kampf gegeben hat und dass einer der beiden über Bord gegangen ist. Nein, ich halte Sie nicht für verrückt. Es war dunkel, da kann so etwas schon mal passieren. Legen Sie sich hin und schlafen Sie ein paar Stunden. Schon wieder. Ja, das ständig Eigentlich. schläft die ein paar Stunden. Ich muss dann auch wieder zurück auf die Brücke. Eine Gute gute Nacht, Nacht Fallen wünsche ich Crusader. Ihnen. Ja, ich wünsche Ihnen auch eine gute Nacht. Ciao, mach's gut. Bis dann. Ja, danke Ihnen auch. Komisch, habe ich mir das echt nur eingebildet? Naja, wenn ich schon mal dabei bin, mich zu blamieren, dann kann ich auch gleich nachschauen, ob meine Verabredung endlich aufgetaucht ist. Mach's gut, Bad Wolf. Tschüssi. Und wegen der YouTube-Mitgliedschaft schaue ich mal. Ich dachte, ich hätte die schon mal aktiviert, aber ich glaube, das ist nicht so aufwendig. Na warte, dem werde ich morgen was erzählen. Aber für heute reicht's mir. Ich gehe jetzt erstmal ins Bett. Schon wieder.
Ey, wirklich so zwei Sätze, Schwarzblende. Ja. Das ist unglaublich. Wirklich schlimm. Am nächsten Morgen. Jetzt bin ich zumindest halbwegs ausgeschlafen. Und definitiv fit genug, um dem netten Nicht-beim-Abendessen-Auftaucher mal gehörig den Kopf zu waschen. Und Schwarzblende. Ich habe doch eben noch ganz deutlich Geräusche gehört. Der Feigling traut sich wohl nicht vor die Tür. Befürchtet er nur einen kräftigen Anschiss oder hat er irgendwas zu verbergen? Vielleicht sollte ich mal auf dem Unterdeck durch das zur Kabine gehörende Bullauge schauen. Das ist eine gewagte These, Abraxas, dass der Hasen, die Hasenmütze, der echte Strippenzieher ist. Quasi. Es Was ist wirklich macht der Arzt jetzt in immer dieser Kabine? Dieses Schwarzblenden. Ist es überhaupt der Arzt? Und falls er das tatsächlich ist, warum trägt er eine Perücke? Hä? Aber was im Grunde noch viel wichtiger ist, wer behandelt eigentlich Katharina Jordan? Ich sollte dringend mal nach ihr sehen. Und Schwarzblender. Ja, genau. Oh, ein Plusbuch. Und jetzt wieder... Ah nein, komm, was machen hier? Guck dir das mal an. Was macht der Arzt in dieser Kabine? Und ist es überhaupt... Aber was im... Er wird mich nicht hören. Und ich halte es auch für keine gute Idee, mich bemerkbar zu machen. Und warum bin ich dann überhaupt in diesem Bildschirm und kann was machen? Wer weiß. Aber wir sollten vielleicht zur Krankenstation gehen. Das Spiel ist bis jetzt echt lame. Ja, ja. Das war der erste schon da irgendwie ein bisschen... Da unten ist die Tür, da. Das, das ist die Tür, genau. Ein bisschen knackiger, oder? So ja, ein bisschen schon. Nicht ganz so... Der erste hatte halt echt nicht so viel Leerlauf. Und ja. Vor allem nicht so viele, also das die ganze Zeit hin und her latschen. Ich meine, die wollen jetzt hier so Mystery erzeugen und so mit dem... Hey, Katzen, bitte nicht verhauen. Aber es ist mir halt alles wurscht hier. Ja. Daddy, komm hier. Dauernd streiten die beiden. Hallo, Herr Lee. Hallo, Frau Kalenko. Hey. Sind Sie ausschließlich zur Erholung an Bord? Ich halte das so wie Sie. Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Ich bin unterwegs zu einer Tagung der IFEPA. Darf ich fragen? Klar. Der Internationalen Vereinigung der Entdecker von Prominenten im Alltag. Darf ich nochmal fragen? Es gibt doch in fast jeder Zeitschrift diese sensationellen Schnappschüsse von Prominenten in möglichst peinlichen Situationen. Ja, an denen kommt man ja kaum vorbei. Wir sind ebenfalls auf der Jagd nach Fotos von Berühmtheiten. Aber wir klettern nicht auf Bäume und wir kriechen auch nicht durch die Kanalisation. Wir haben einen Ehrenkodex. Aha. Es geht darum, den Prominenten in einer ganz alltäglichen Situation in der Öffentlichkeit zu erwischen. Also beispielsweise beim Einkaufen im Supermarkt oder beim Autofahren oder während eines Spaziergangs. Klingt interessant. Ich dachte immer, Chinesen könnten kein R aussprechen. Und ich dachte immer, Russen würden den ganzen Tag nur Wodka trinken. Ja, es geht doch nichts über Klischees und Vorurteile. Na, wenigstens merkt sie es. Ja. Eine hübsche Sammlung an Fotoapparaten haben Sie da. Sind die nicht ganz schön schwer? Doch, sind sie. Aber es ist mir mal passiert, dass ich Gina Turner in einem Autohaus getroffen habe. Mir kamen fast die Tränen vor Freude. Die Gina Turner. Mhm. Und dann hat der Fotoapparat nicht funktioniert. Keine Ahnung warum. Er ging einfach nicht. Von diesem Trauma habe ich mich bis heute nicht wieder so richtig erholt. Nachvollziehbar. Tja, seitdem habe ich immer mindestens 3 verschiedene Kameras dabei, damit mir so etwas nie wieder passieren kann. Was ist das gleich nochmal?
Pnignuli Möglenov Cthulhu Rile Vaganagel Fütagen. Irgendwas von wegen so Cthulhu schläft in der versunkenen Stadt Rile oder so, ne? Irgendwie sowas war das. Sie scheinen ja völlig fasziniert von den Fotos zu sein. Meine Faszination hält sich bisher, ehrlich gesagt, in engen Grenzen. Nur die unbekannte Schönheit unter der Birke ist wirklich faszinierend. Allerdings ist sie, glaube ich, nicht prominent. Zumindest noch nicht. Aber vielleicht kommt das ja noch. Und es hat ja auch jeder mal klein angefangen. Mein erster Promi war damals übrigens Sophia Loren, die sich bei einer Kaufhauseröffnung aus Versehen etwas zu lange über einem Lüftungsgitter aufhielt. Leider stellte sich heraus, dass es gar nicht Sophia Loren, sondern irgendein Double war. Und es war auch kein Versehen, sondern vom Kaufhausbesitzer genauso geplant. Trotzdem war es der Beginn meiner Leidenschaft für Promi-Fotos. Und die Fotos an der Wand können nicht einmal mit einem Sophia Loren-Double mithalten? Bislang noch nicht, aber ich habe auch noch nicht alle Fotos angeschaut. Vielleicht kommt ja noch ein echter Kracher. Allerdings bin ich in dieser Beziehung mittlerweile ziemlich verwöhnt. Mich reizen nur noch echte Stars und die würden sich vermutlich kaum auf so einem Schiff rumtreiben. Wer weiß, Wunder gibt es immer wieder. Da haben Sie auch wieder recht. Meistens trifft man Promis genau da, wo man sie am wenigsten vermutet. Mir ist zum Beispiel mal ein Bundeskanzler auf der Damentoilette begegnet. Das war dem vielleicht peinlich. War das vielleicht die das Merkel? Das kann ich mir vorstellen. Was Aber machst was du auf der Damentoilette? Auf der Damentoilette gemacht? Genau. Das ist eine lange Geschichte, die, Sie würden das vermutlich nicht verstehen. Weil Sie eine dumme Nein, Frau sind. Nein, vermutlich nicht. Naja. In seinem Haus in Rile wartet träumend der tote Cthulhu. Und dann geht's, glaube ich, irgendwie weiter mit, doch es ist nicht tot, was ewig schläft, denn in der Ewigkeit wird selbst der Tod kaputt oder so. Tschö. Falls mir noch ein paar Promis über den Weg laufen sollten, gebe ich Ihnen Bescheid. Das wäre nett. Ich glaube, die haben sich auch so super Meta gefühlt, weil sie die ganze Zeit irgendwie wie heißt er hier? Dieter Dielen und so weiter. So Fake-Promi-Dinger. Und dann nehmen sie, und dann die eine, die ein Double von einem Promi ist, weil, nennen sie dann wirklich irgendwie die Sophia Loren. Gibt's die wirklich? Ja, ja. Die kenne ich nicht. Ich glaube schon. So, was machen wir jetzt? Ich dachte, er hat wir jetzt... Wir gehen runter zur Krankenstation. Ah ja, genau, da waren wir. Das ist die Sprache der großen Alten oder so. Man weiß es nicht. Oder irgendein komischer Dialekt. Es ist nicht ewig tot, was liegt. Und in ferner Zeit wird selbst der Tod besiegt. Genau. So in der Art. Knapp daneben. Und nach ganz viel Zeit geht der Tod kaputt. Fand ich, ist nah dran. Die Arme. Hoffentlich geht's ihr bald wieder besser. Ich mag sie ja nicht besonders, aber irgendwie liegt sie da ein bisschen komisch. So verdreht. Exorzismus. So liegt doch kein Mensch. Da stimmt was ganz Reptiloiden. Und gar nicht. Reptiloiden. Der Kapitän wird mich zwar endgültig für verrückt erklären, aber wenn da wirklich was passiert ist, dann muss sich schnellstens jemand drum kümmern. Okay. Dann hauen wir jetzt mit... dem Flaschenöffner die Scheibe ein. Flaschenöffner. Dann hauen wir jetzt mit unserer Taschenlampe. So eine hängt bei. Ah, hau doch ab, ey. Die Scheibe ein. Dann hauen wir jetzt mit unseren Marzipankugeln. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Wir gehen zum Captain, oder? Na gut, von mir aus. Aber ist auch wieder. Ich lasse schon wieder den ganzen Scheißweg zurück. Man geht ständig hin und her. Und diese ewig langen und her, Dunkelblenden. Und her. Und hin das war im anderen Spiel her, nicht so schlimm.
Nee, ich mag das auch immer. Also, ich finde das immer besser, wenn so Adventures auf relativ wenigen Ja. Bildschirmen stattfinden und vor allem, wenn man die Bildschirme abarbeitet und nicht dauernd backtracken hier muss. Was denn? Da lang? Unten, ja. Und dann hoch. Hin und her Und und hin hoch. und Und wir her. gucken wirklich das Spiel. Die meiste Zeit sehen wir irgendwelche schwarzen Bildschirme alle. Das ist nicht so toll. Black Screen, the game, the loading simulator. Was ist jetzt das da eigentlich? Kann man das nicht Das sieht anklicken? einfach aus, als gehört es Es da nicht gehört nicht hin. dahin irgendwie. Das ist auf einem anderen Spiel. Es ist eher so ein Comic, so wie so ein, ne? Hier ist so einem Comicspiel. Hallo. Hallo. Kann ich was für Sie tun? Nö. Aber für die tote Frau da unten vielleicht. Außerdem hat der Arzt seinen Pferdeschwanz abgeworfen. Vielleicht ist er ein Reptiloid. Ich glaube, die können ihre Pferdeschwänze abwerfen in Notsituationen, aber die wachsen dann wieder nach. Oder so ähnlich. Ich war vorhin an der Krankenstation und mit dieser Katharina Jordan stimmt irgendwas nicht. Ich kann zwar nicht sagen, dass sie mir besonders sympathisch wäre, aber sie lag derart verdreht auf ihrem Krankenlager. Machen Sie sich keine Sorgen. Unser Schiffsarzt ist ein ausgezeichneter Mann, der versteht sein Handwerk. Ja, das sagst du. Das mag Aber... durchaus sein, aber von dem war weit und breit nichts zu sehen. Glauben Sie wirklich, der Doktor würde seine Patientin so einfach wegsterben lassen? Ich unterhalte mich hier ja auch gerade mit Ihnen und achte trotzdem immer ganz genau darauf, dass wir auf Kurs bleiben. Am Arsch. Vertrauen Sie den Fachleuten einfach. Die wissen schon, was sie tun. Mir würden jetzt ganz spontan ungefähr 1200 Gegenbeispiele einfallen, aber ohne einen handfesten Beweis werde ich den Kapitän kaum von meinen Zweifeln überzeugen können. Okay, gibt es auf diesem Kreuzfahrtschiff eigentlich wirklich ungefähr drei Angestellte und fünf Passagiere? Oder es gibt auch nicht mehr Kabinen oder so. Ja, Es ja. ist, was, inwiefern? Hä? Na gut. Ihr Arzt, trägt er eigentlich eine Perücke? Nicht, dass ich wüsste. Wieso? Er treibt sich gerade in einer der Passagierkabinen rum und er trägt definitiv eine Perücke. Hören Sie, ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber Sie haben schon so einige Merkwürdigkeiten hier an Bord erlebt. Vertauschte Koffer, verschwundene Handtaschen, über Bord gegangene Ärzte. Wollen Sie damit sagen? Ich will damit gar nichts sagen. Aber schauen Sie mal, ich habe wirklich genug mit diesem Schiff zu tun und kann mich nicht auch noch um das Unterhaltungsprogramm der Passagiere kümmern. Also. Also legen Sie sich einfach in einen der Liegestühle und genießen Sie die Reise. Aber mache ich irgendwie den Eindruck einer gelangweilten Tussi, die sich den ganzen Kram hier nur ausdenkt, um im Mittelpunkt zu stehen? Anscheinend ja. Ich brauche also einen Beweis. Na, dann wollen wir mal einen besorgen. Das Hotel in Deadly Premonition 2 hat sogar nur einen Mitarbeiter. Das stimmt. Ich finde es auch interessant, dass Ninas Bild unten immer so eine Lederjacke mit geschlossenem Kragen bis hier oben hat, obwohl wir die noch nie so im Ich Spiel überlasse Sie gesehen jetzt haben. besser wieder Ihrer Arbeit. Danke. Tja, sind wir auch nicht schlauer als vorher. Was soll ich jetzt machen? Ich gehe jetzt wieder zur Krankenstation. Warte. Was? Sprechen wir nochmal mit ihm. Mit Lee? Hallo, Herr Lee. Hallo, Frau Kalenko. Ah ja, tatsächlich. Könnte ich mir wohl mal eine Ihrer Kameras ausleihen? Tut mir leid, aber die verleihe ich nie. Seit der Geschichte damals mit Gina Turner. Ja, schon klar.
Aber es wäre nur für ganz kurz, nur die Polaroid, und es wäre wirklich ganz extrem wichtig. Bedauere aber, wenn aus irgendwelchen Gründen jetzt plötzlich doch noch ein Promi auftauchen sollte. Meine anderen Kameras würden nicht funktionieren und der Promi hätte das Schiff wieder verlassen, bevor sie mit der Kamera wieder da sind. Meinen Sie nicht, dass die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario deutlich niedriger liegt als das Risiko, hier und jetzt von einer Kokosnuss erschlagen zu werden? Sie werden überrascht sein, wie viele Leute auf Schiffen von Kokosnüssen erschlagen werden. Ich sehe schon, mit Argumenten kann man ihnen nicht kommen. Ich finde, wenn schon, sollten sie es durchziehen, ganz durchziehen, den Gag, und die prominente Gina Turner nennen. Falls wir noch ein paar Promis über den Weg laufen sollten, gebe ich ihnen Bescheid. Das wäre nett. Okay, ich sag dir jetzt einfach, was wir machen. Ja, genau. Weil es ist nicht logisch. Ja. Abraxel, danke schön für die bunt gemischte Packung Bits, die jetzt ins Glas purzeln. Die Bits. Die Bits, stimmt eigentlich. Das könnten wir mal wieder machen. Wo ist es denn? Wenn ich es halt finden würde. Ja! Give them the Bits! The Bits! The Bits! The Bits! The Bits! The Bits! Okay, okay. Yeah. Take it easy on the counter, will you? Tada! Dankeschön. So, geh ins Restaurant. Ins Restaurant. Wenigstens erkennt man das an der Fußmatte. Da hat sich ein Designer wenigstens ein bisschen Gedanken gemacht, dass man sich orientieren kann. So, und jetzt geh mal da an das Folgen leere... Folgen wir dem Pfeil. Ah, das ist ein Pfeil tatsächlich. Da ist eine Alufolie am Boden. Die nehmen wir mit. Ja. Jetzt können wir uns nämlich einen Gedankenkontrollabwendungshut basteln. Und dann sehen wir plötzlich, dass alle um uns rum Aliens sind. Stimmt's? Hallo, ich... Hallo, schöne Frau. Das trifft sich ja gut, dass ich Sie hier treffe. Haben Sie schon an unserer fantastischen Verlosung teilgenommen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Na, dann wird's aber Zeit. Sonst verpassen Sie noch einen unserer tollen Preise. Und die wären? Ich habe mich ja noch gar nicht richtig vorgestellt. Dass ich Fleming Olsen heiße, wissen Sie ja mit Sicherheit noch, oder? Nein, aber Namen sind Schall und Rauch. Ich erinnere mich auch so noch sehr genau an Sie. Prima. Ich hinterlasse bei den meisten Menschen einen bleibenden Eindruck. Hat man mich einmal getroffen, dann vergisst man mich so schnell nicht wieder. Ja, das kann man wohl sagen. Was Sie aber bestimmt noch nicht wussten, ich komme von Sonnenpfeilreisen, dem größten und vor allem beliebtesten Reiseveranstalter Europas. Aha. Wir organisieren Busreisen zu allen möglichen und unmöglichen Reisezielen. Sie suchen eins aus, wir bringen sie hin. Aber nicht einfach nur so. Unsere Komfortbusse ermöglichen Ihnen, ausgeschlafen und ausgeruht an Ihrem Reiseziel anzukommen. Und? Prima. Was ist denn nun mit der Verlosung? Ach ja, hätte ich fast vergessen. Selbst nach so vielen Jahren gerate ich nämlich immer noch ins Schwärmen, wenn ich an die tollen Möglichkeiten denke, die wir unseren Kunden bieten. Da wären zum Beispiel... Die Dialoge sind so langweilig. Ja, es ist... Wirklich jetzt. Können die mal ein bisschen... Jetzt mal, ich weiß wirklich nicht, was das alles soll hier überhaupt. Aber guck hier, die heißen, glaube ich, wahrscheinlich Phoebe. Die Phoebes hier. Biffy, Phoebe. Das machen die gerne. Hier, das könnte Phoebe heißen. Und sieht aus wie ein Biffy. Ach, Biffy. Mhm. Phoebe. Mhm. Wir sind ja auch auf der IADA. Ja, genau, eben. Ich esse ein Phoebe mit auf Gina der IADA Turner. Mit Gina Turner. Und Dieter Dielen. Wie ist denn das mit der Verlosung? Was genau kann ich gewinnen? Und wie? Ja, gut, dass Sie fragen. Sie sehen hier auf dem Tisch ja schon ein paar Wahrzeichen einiger Tourenziele, die wir bei Sonnenpfeilreisen anbieten. Jeder, der teilnehmen will, muss nur das Wahrzeichen einer dieser Städte nachbauen. Schon hat er die Chance auf ein unglaubliches Erlebnis, das er nie vergessen wird.
Ja, ich kenne auch einige Leute, die mit dieser Gesellschaft gefahren sind und das bis an ihr Lebensende vermutlich nicht mehr vergessen können. Wie gesagt, einige Passagiere haben bereits teilgenommen, deshalb stehen nicht mehr alle Städte zur Wahl. Aber noch ist die Auswahl trotzdem recht groß. Paris, London, Brüssel und Wien. Suchen Sie sich aus, welches Wahrzeichen Sie nachbauen wollen. Und dann gewinne ich eine Reise? Unter allen Teilnehmern wird eine Reise aus unserem überwältigenden Angebot verlost. Ja, wie viele Teilnehmer kann es hier geben? Und wenn ich gewinne, kann ich mir dann aussuchen, wohin? Die meisten sind tot. Eben. Es gibt 5 Passagiere und 2 davon sind tot. Wir holen Sie quasi vor Ihrer Haustür ab und bringen Sie bis ans Zielhotel. Auch die Ausflüge sind für Sie natürlich selbstverständlich kostenlos. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Kann ich mir das Reiseziel aussuchen? Auch das übernehmen wir für Sie. Bauen Sie einfach eines der noch fehlenden Wahrzeichen nach und Sie erhalten von mir eine Lottokugel mit Ihrer Nummer drauf. Na dann. Im nächsten Hafen bringt jeder seine Kugel mit, wenn von mir persönlich der glückliche Gewinner einer großartigen Reise gezogen wird. Es ist wirklich, liegt das gerade an mir? Bin ich gerade irgendwie in falscher Stimmung? Mm-mm. Oder sind das die langweiligsten Dialoge, die ich wahrscheinlich seit... Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so langweilige Dialoge gehört habe. Ich meine, in so großen Rollenspielen wie Fallout, da gibt es schon mal NPCs, die quasseln einem ewig lang mit irgendeinem unnützen Müll zu. Aber das ganze Spiel besteht aus solchen Dialogen bis jetzt. Das gibt's doch nicht. Komm doch mal zum Punkt. Um was geht's denn eigentlich? Was machen wir denn hier? Was ist der Fall? Was ist die Geheimakte, um die es hier geht? Bauen wir jetzt irgendwelche Wahrzeichen aus Streichhölzerchen oder was ist denn los? Wie war das nochmal mit der Verlosung? Nein, nicht nochmal. Wie war das? Hilfe. Okay. Ich bin dann erstmal wieder weg. Okay, schade. Ich gebe den Tipp. Aber kommen Sie gerne jederzeit wieder vorbei. Ich freue mich immer. Also, charmante Gesellschaft. Ich nehme jetzt die Alufolie. Mhm. Ja, darüber würde ich mich auch freuen. Ich nehme jetzt die Alufolie und warte, bleib hier. Wickel dann das da ein. Mm-mm. Dann. Ich sag dir was. Nein, warte. Muss ich was im Inventar kombinieren? Eine Rolle Aluf. Eine Rolle Aluf. Dann wickeln wir jetzt in die Alufolie das Käppi. Na, okay. Dann die Marzipankugeln, weil die werden bestimmt jetzt nach ein paar Tagen in unserer Hosentasche schon relativ weich und schmutzig. Tatsächlich, jetzt haben wir glänzende Bällchen. Was für ein Wahrzeichen könnte das sein, die glänzenden Bällchen? Überleg mal, was er gesagt hat, welche Städte dabei waren. Wien, Brüssel und jetzt brauchen wir die Zahnstocher. Das Magazin? Nee, Hilfe, diese das ist Steuerung. Das ist dieses Menü, oder? Ja. Das ist furchtbar. Aber wenigstens gibt es jetzt wieder was zu tun. Ey, ich freue mich schon gerade hier, dass ich einfach was tun kann. Auch wenn die Steuerung echt aus der Hölle ist. Die war wirklich... Warum war der Vorgänger denn in so vielen Punkten so viel besser? Mach das mal erst. Irgendwas fehlt noch. Sonst hat die Konstruktion wenig Sinn. Irgendwas fehlt noch? Ja. Ach so, soll ich die Streichhölzer auch in Alufolie packen? Oder wie? Tatsächlich. Mhm. Na, meinetwegen. Na, das ist... Ne? So mein Ticket zu einer potenziellen Traumreise. Schon besser Spaß. Ich baue das Atomium nach. Das schaffen selbst so bastelmäßig völlig unbegabte Leute wie ich. Ich war tatsächlich sogar schon mal im Atomium. Cool. Katzen, könnt ihr mal aufhören zu stänkern da draußen? Ich weiß nicht, was die haben. Die Zelda und der Kleine, die sind gerade total aggro, die ich zwei. Markus. Mensch, ich gebe ihm das Atomium währenddessen. Ich hätte da noch ein paar Fragen. Immer raus damit, schöne Frau. Die Fragen, die ich nicht beantworten kann, müssen erst noch erfunden werden. Meine Frage ist Atomium. Hier ist mein Beitrag. Kann ich jetzt diese großartige Reise gewinnen? Das Atomium? Na, da haben Sie sich aber wirklich das leichteste aller möglichen Wahrzeichen ausgesucht. Hey, machen Sie mein Kunstwerk nicht schlecht. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ist ja gut. Auch solche Beiträge haben eine Chance, unsere tolle Reise zu gewinnen. Hier, diese Kugel bringen Sie bitte zur Verlosung im nächsten Hafen mit. Und mit etwas Glück
sitze ich bald im Bus zwischen Leuten mit Fußgeruch und schreienden Kindern. Ich freue mich schon. Ja. Sie müssen die Reise nicht gewinnen, wenn Sie nicht wollen. Doch, Entschuldigung. Bin gerade wohl einfach nicht so gut drauf. Das hier sollte eigentlich auch schon Urlaub sein, aber vielleicht habe ich ja beim nächsten Mal mehr Glück. Okay, jetzt haben wir eine Kugel gewonnen. Yay! Die 27. Die wickeln wir jetzt in alle Folie. Ich wickle jetzt alles in alle Folie. Was machen wir jetzt mit der 27 Kugel? Naja gut, da hat er ja schon gesagt, dass wir... Soll ich die wirklich im nächsten Hafen abgeben? So, warte. Ja, bevor okay. du rausgehst, ja? machen wir nämlich noch etwas. Ja, okay. Und zwar... Hi, Timelord, hallo. Neben der Tür ist doch dieser eine Bilderraum, in dem nichts drin ist. Ja. Da machen wir jetzt was rein. Aha, und zwar Alufolie. Das George Clooney-Bild. Jetzt genau. sieht's wirklich aus wie George Clooney. Auf dem Magazin sah der gerade komplett anders aus. Aber es ist ja nicht George Clooney, sondern... Wie heißt der George? Als ob George Rooney jemals Rooney. So ein Schiff betreten würde. Aber die Leute glauben auch, dass man von zuckerfreier Sahnetorte nicht dick wird. Insofern... Okay. Warum machen wir das? Und jetzt erzählen wir das dem Starfotografen. Möglicherweise. Hey, aber das sind schon Rätsel. Echt nicht ohne, oder? Dass man dieses Magazin in diesen Bilderrahmen steckt, das ist ziemlich crazy.